Einen wunderschönen guten Abend, denn es ist schon kurz vor 19 Uhr hier in einem Park in Stuttgart-Zuffenhausen. Ja, herzliches Willkommen vom Fredder. Kurzes Video zum Thema Pilze. Ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen. Gefunden habe ich den ersten netzstieligen Hexenpilz. Ich gehe jetzt mal drauf auf den kleinen Fund. Ist noch ein ganz junges Exemplar. Hier haben wir ihn. Und ich hoffe, dass die Kamera das hinbekommt, dass man am gelb-roten Stiel die Netzung gut erkennt. Ich nehme den jetzt mal raus, lege ihn um. Die roten Röhren lassen sich so natürlich noch nicht erkennen. Ich werde aber jetzt mal das Messer nehmen und den Pilz durchschneiden, damit man dokumentiert, wie sich das Fleisch von Ockergelb in Windeseile auf Blau verfärbt. Ich hoffe, das war erkennbar. Das ist immer schwer, wenn man das Video dreht und dabei noch agieren will. Vielleicht hier auch schön zu erkennen, das ist auch typisch für den netzstieligen Hexenpilz. Er ist meistens madig. Also es sind meistens Gänge drin von Maden. Die Maden selbst sieht man aber nicht. Ja, ich hoffe, das Video gefällt denen, die sich für Pilze interessieren. Das war's wieder mal. Ich wünsche allen Leuten da draußen eine angenehme Pilzsaison. Habt euch wohl. Bis später mal. Ciao.